Ja, was ich mache, grüß euch die Buben. Ich möchte bei einem neuen Video auf meinem Kanal begrüßen. Freut mich ganz besonders, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich mache gerade die Abfahrtskontrolle, seht ihr gerade beim Schluss meiner Abfahrtskontrolle. Wie ihr seht, hat ins Schneien mittlerweile aufgehört. Es ist auch wolkenloser Himmel. Und da ist ein Verkehr um 6 Uhr in der Früh. Das kannst du dir nicht vorstellen. Wahnsinn. Gut. Hinten passt soweit alles. Rechts passt auch alles. Da links eigentlich auch. Schauen wir vorne mal kurz drauf. Ob es also eine Zeit 4 gäbe. Ich finde gleich nieder. So. Aber. Da links. Linker rechts. Der Licht funktioniert auch. Bis auf die Zusatz. Hoppla. Bis auf die Zusatzstelle fahren wir schon in der Werkstatt worden. Gut, so, dann würde ich sagen, steigen wir mal ein. Schauen wir mal auf die Karte. Wir stehen hier an der Tanke, wo wir laufen haben. Wer schreibt da eine oder eine ganz frische Nachricht? Wir fahren jetzt da runter zu auf Verona. Da zur ja, sag schön, zu ITL in Verona, das mir einfällt. Wartet einmal 4 Stunden 40. Alles wird sich eigentlich ausgehen mit einer 4,5 Stunden Vorzeit. Na, kann das Wichtiges sein. Gut, ja, wie gesagt, 4 Stunden 40 haben wir Fahrzeit und 20 Kilometer haben wir Streckenlänge. Die Straßen sind heute frei, wie gesagt, es hat aufgeregt schneien. Wir werden ein bisschen Gas geben, dass das in die 4,5 Stunden ausgeht. Die letzte Fahrt war ja schon gut, ne? Aber die hier, die wird noch geiler. So, jetzt müssen wir schauen, dass wir da ohne Probleme. Man, nicht, dass uns jetzt so irgendeiner niederführt. Und dann schaut es gerade gut aus. Oder auch nicht. Die Blasen da vorbei, das ist. Vortrag. So, schauen wir, dass wir ziegelnd oder. Den Michael liefern können. Ingame haben wir es noch vor Weihnachten. Real Life sollte es eigentlich schon nach Weihnachten sein, wenn ihr das Video seht. Ich hoffe, das Christkind war brav und hat euch reich beschenkt. Ich hoffe, der Weihnachtsfeiertag war nicht allzu stressig. Ich hoffe auch, ihr habt die Weihnachtszeit im Kreise eurer Familie verbringen können. Ja, was gibt's sonst zum Erzählen?
Und meinen Weihnachten kann ich leider nichts erzählen. Wenn ihm das Video oder was haben wir heute? Wann heute? Am 17. Dezember. 7 Tage vor Weihnachtsfest. Schaut, so schön das ist, wenn alles weiß ist. Im Prinzip habe ich ja nichts gegen den Schnee. Solange er auf der Straße liegt. Im Prinzip finde ich es ja recht schön und recht herrlich. Wenn es schneit und wenn es Schnee liegt, das macht schon eine ganz eigene Stimmung. Als LKW-Fahrer, als Kraftfahrer ist das dann natürlich eine ganz andere Herausforderung schon wieder. Im Frühling hat es bei uns jetzt da auch geschneit. Wir haben ca. 5 cm super so schön Neuschnee. Und krasse ist das, die nächste Woche für den Heiligabend, sagen sie 10-12 Grad an. 10-12 Grad plus, da ist das verrückt. Mit der Badehosen. Weihnachten feiern. In meinen Gefilden, wo ich wohne, in Rilev wohne, ist es meistens so, dass in der Früh oder am Vormittag schneit und am Nachmittag wieder alles weg ist. Dass dann die ganze Zeit in Gartschau, sage ich nur, in der Früh muss es schnell räumen und am Nachmittag ist wieder alles weg. Was ist mit euch da auch schon wieder? Ja. Wieder Mautzone. Das Wochenende wird es auch nicht sein, weil jetzt wird er wahrscheinlich bis Montag oder Dienstag liegen bleiben. Ein paar Plusgrade haben sie dann auch gesagt. Oh, ab Dienstag soll es dann wieder wärmer werden. Wie lange wir das Video da heute machen werden. Die letzten zwei Videos sind ja etwas länger geworden. Ich hoffe, ihr verzeiht. Was ist mit dem Vogel da links wieder von mir? Und jetzt kann ich es überholen vergessen. Alter, am
Point wieder, Olli. Da habt ihr Schnaps gesoffen oder? Ich war das irgendwie vor, dass also fahrt man nicht auf die dritte Spur. Ich habe im Prinzip nichts gegen Iveco vor, aber. Ich hab dort noch ein paar Restpromü. Gibt's denn sowas Dämliches? Oh ja, gibt schon. Gibt's einen Relief. Verona! Rechts halten. Das sind wir ja schon fast hier. Jetzt rechts abfahren. Geht mir der Tat jetzt schon wieder nicht? Ja, jetzt kommt sogar der Sohn aus, aha. Ja, aber minus 2 Grad haben wir immer noch. Oh ja, das passt schon so. Der Philippe hat, glaube ich, sogar jetzt einen Schlussfracht für uns. Aber ich weiß jetzt nicht genau was. Das wär's schon. Rechts abbiegen. So, davon ist der DHL. Ich sehe auch schon die Baukräne. Demnächst rechts abbiegen. Jetzt rechts abbiegen. Ich tue gerade was weiter von sehen, wenn man es noch denkt. Weil das der Führungsstraße gewesen. Was? Wir sind schon da? Ja, dann parken wir mal. Eine ganz schöne Baustelle. So. Oder ideell und welche sind für die Bauern, für die Bauern, die Bauarbeiter. Was haben sie denn da gekriegt für Riesenkisten? Wahnsinn. Da hinten ist ein neuer Baucontainer. Gut, ich schaue mal, wo ich Philippe wo finde. Und wir sehen sie dann nach dem Ab- bzw. nach dem Belona wieder, gell? Dann bis gleich. Ja, mittlerweile wurden wir entladen und auch schon wieder beladen, Papiere habe. Wir haben die Laden Leerpaletten. Leerpaletten für die Evonik in Klagenfurt. In Klagenfurt gibt es auch Evonik, immer nicht. Aber das geht jetzt dann noch ins Programm.
So, jetzt sehe ich es ja. Nährpaletten. Wurdet gesichert. Ich mache die Plane zu und wir sehen sie noch im LKW wieder, haben wir auf die Karten schon. So, jetzt sitzt man wieder im LKW. Ist auch ganz ein fleißiger, der Radar. Eine Runde nach der anderen mit seiner Schiebetruhe. Und schauen wir mal auf die Karten. Gut, wie gesagt, wir stehen jetzt hier in Verona. Haben wir da die Fracht gekriegt oder nach Innsbruck? Mit den Leerpaletten. Da geht es zu Evonik. Und vorher werden wir vielleicht da noch eine Pause einlegen und einen Fahrradtausch machen. Jetzt geht es mit den 4,5 Stunden nicht ganz aus. Dadurch, dass meine Frau sowieso einen Führerschein hat und alles Mögliche. Schauen wir mal. Was sie vielleicht an die Stiegel weiter oder die Scheiße von die fast weiter. Gut. Sei vorsichtig. Danke, du bist auch Hosenschießer, das gibt's gar nicht. So, legen wir los, ne? So. Franco, wo fahren wir hin? Links, rechts, geradeaus, weiß nicht, habe Angst. Ich glaube links. Links abbiegen. Ah, war schon munter. Demnächst links abbiegen. Jetzt links abbiegen. Ist ja einfach herrlich, wenn ich da so fressen. Ausfahren. Gut, ziehen wir jetzt durch. Tut mir leid. Leute, nicht mehr stehen bleiben können. So, wir fahren jetzt auf Innsbruck. Wir werden die Paletten abladen. Dann ist unsere Fahrzeit eh schon wieder am Ende. Rechts halten. Und Danach rechts abbiegen. Dadurch, dass ich Chef bin, Rechts abbiegen. und dadurch, dass ich Chef bin, werden wir in Innsbruck einen Ruhetag einlegen. Wenn sie heute oder morgen, schauen wir mal, den Weihnachtsmarkt nachschauen in Innsbruck, wenn ich ein bisschen spazieren gehe. Werden dort ins Hotel gehen, werden dort schlafen. Mal ein oder zwei Nächte. Wir haben jetzt den Dienstag, bis wir in Innsbruck sind. Wir sehen 5 Uhr circa sein, 17 Uhr. Aber ob uns die da noch abladen. Wenn nicht, ist auch egal. Weil wie gesagt, wir werden sowieso ein, zwei Nächte in Innsbruck bleiben. Demnächst rechts abbiegen. Wenn Sie im Weihnachtsmarkt da schon spazieren gehen in Innsbruck. Jetzt rechts abbiegen. Wenn wir schauen, was der Peter für unseren Anschlussfracht hat oder an Rückfracht hat. Am Donnerstag werden wir dann nach Hause fahren. Dann haben wir Freitag, ist dann eh schon der 23. Hätte der Baum aufgestellt. Geschmückt. Geschenke darunter gelegt. Am 23. haben wir dann auch noch eine kleine, feine Weihnachtsfeier bei uns im Restaurant, nicht? Buffet, der Kantine. So. Gibt es dann auch noch Weihnachtsgeschenke, die braven, netten Mitarbeiter, Kollegen.
Und am Dienstag drauf geht's dann wieder los. So, und nach der Tour geht es dann endlich auf die 146. Boah, ich habe die 145 jetzt noch benötigt, weil auf der 146 gibt es in Verona keine Baustelle mehr. Rechts halten und danach rechts abfahren. Jetzt rechts abfahren. Wo sind wir da jetzt? Der FDR links von und hier muss da oben fahren. Die Navi-Führung da zeitweise, die fasziniert mich immer wieder. So, da sind wir wieder. So, jetzt schießt uns das mal. Ich bin ein bisschen gefahren, aber wie ihr es gesehen habt, haben wir da leider ein paar Bildprobleme gehabt, haben ein paar Probleme gehabt mit der Kamera. Wir haben da irgendwann mal gewechselt gehabt, nicht auf Video, weil ihm da die Kamera gesponnen hat. Ja, was weiß, egal. So, jetzt fahren wir den Rest auf Innsbruck und dann ist Feierabend für heute. Und dann passt das Ganze auch mit der Fahrzeit. Erst wissen, wo wir das wo ich es eh schon ewig habe, bin ich immer zum Teil noch im alten Schema. Gut, rein theoretisch müssen wir jetzt rechts fahren. Und Franco Rettisch spielt wieder nichts mit mir. Weil wir werden hinten gleich die Polizei noch nass und in meine Richtung einer. Ja, hoffentlich ist da nichts auf der Autobahn. Da steht nächste Polizei. Schaut nicht gut aus. Schaut nicht gut aus. Aber Franco dürfte auch beleidigt sein. Hätte nichts mit mir.
Geht dann haben wir die Außensichtung, ob man sich die Dings so schön anschauen können. Die Gegend. Was ist mit euch da jetzt da? Die Waffen sind auch schon schön weiß und Salz. Links halten. Aus der Rettung auch noch fahren. Links halten. Einen weiß ich nicht, dürfen wir dann nichts auf der Autobahn sehen. Oder doch nichts auf der Autobahn. Ich muss schon denken, da wird die Uhr, wo sei auf der Autobahn. Feuerwehr, Polizei und da ist auch die Rettung dazu. Rechts halten. Und danach rechts abfahren. Jetzt rechts abfahren. Willkommen in Innsbruck. Rechts halten. Danach rechts abbiegen. Rechts abbiegen. Eine Jumbo-Liner. Demnächst rechts abbiegen. Jetzt rechts abbiegen. Schön. Ein bisschen weihnachtlich geschmückt, schau, wie schön das ausschaut. Da vorne links. Müsste jetzt die Ladestelle. Links abbiegen. Das ist die Endladestelle sein. Jetzt links abbiegen. Mehr oder weniger in einem Stück angekommen. Sehr schön. Ja. So, da. Kannst du mir rechts herstellen? Ich werde da mal reinschauen.
werde fragen, wo sie hinhaben wollen. Und dann sehen wir sie noch kurz wieder. Gut, dann bis gleich. So, da sind wir wieder. Wie ihr seht, sind wir jetzt da fertig abgeladen. Da hinten steht dann der Stabbau, da stehen dann die Paletten. Ich werde jetzt mit meiner Frau ins Hotel fahren. Wie schon gesagt, wir werden jetzt zwei Tage der Nächte im Hotel verbringen. Danach geht's nach Hause. Weihnachten feiern. Virtuell. Ich wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Feiert schön, aber nicht zu feucht. Rutscht mal gut um ins neue Jahr. Und ich hoffe, wir sehen uns nächstes Jahr, im neuen Jahr wieder. Und ich hoffe, ihr haltet mir da weiterhin die Treue. Vielen Dank an alle Abonnenten, an den Neuen, wie auch an die Alten. Freut mich, dass ihr euch meine Videos anschaut. Freut mich wirklich. Und wie gesagt, ich hoffe, wir sehen uns nächstes Jahr wieder. Und auch einen schönen Gruß an meine ganzen Kollegen. Aber was ich in dem Video jetzt auch wiederum einen erwähnt habe, wünsche euch alles Gute im neuen Jahr, dass die Abonnentenzahlen weiter steigen, dass weiterhin viele Videos für euch kommen. Ja, ich glaube, das war's jetzt da. Ich glaube, jetzt haben wir genug geschleimt, gesabbelt, gequatscht. Gut, dann bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Video im nächsten Jahr. Tschüss, Baba, euer Michi.